Glauben Sie das, dass die Öffentlich-Rechtlichen in Not geraten oder ist vielleicht doch noch irgendwo ein bisschen Einsparpotenzial? Ich glaube, die Not kann nicht so groß sein, wenn ich mir üppige Gehälter anschaue, die Pensionsrückstellung oder auch mehr als 100 Standorte für AD und ZDF und die ganzen Programme. Also ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, die Not, wenn man das Wort gebrauchen kann, zu lindern. Gäbe es eben doch noch Möglichkeiten, ohne dass das Programm schlechter wird, einzusparen? Also ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, wenn man hier erlebt, wenn AD und ZDF im Bundestag auftreten. Sie sind meist zu dritt oder zu viert und wenn Private kommen, sind die eher zu zweit beim Kamerateam. Und Pensionsrückstellung ist immer ein spannendes Thema. Und wenn die Masse der Chefs der AD-Anstalten mehr als die Bundeskanzlerin im Jahr ein Einkommen hat, dann gibt es da auch ein paar Fragestellungen. Ich glaube, AD und ZDF sollten ein bisschen in sich gehen, Maß und Mitte halten. Sie bekommen gemeinsam über 8 Milliarden vom Gebührenzahler. Und vielleicht auch mal überlegen, ob es in Corona-Zeiten wirklich notwendig ist, jetzt in dieser Situation nach Karlsruhe zu gehen und zu sagen, Bundesverfassungsgericht löse unser Problem. Wenn eine Gebühr steigen soll für einen Rundfunk, für den sehr viele Deutsche eigentlich gar nichts mehr zahlen wollen, dann ist das nicht empörend, wenn jetzt ein Politiker diese Erhöhung mal stoppt. Dann ist es seltsam, wenn fast alle anderen Politiker diese Erhöhung nicht mal hinterfragt haben. Wenn es für die Erhöhung dieser Gebühr sowas wie einen Automatismus gibt, wenn ein Nein dazu als undemokratisch gilt. Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist gerechtfertigt, vor allem wenn wir dafür höhere Gebühren zahlen sollen. Diese Kritik an der ARD, die gehört nicht der AfD, sie gehört nicht denen, die Lügenpresse brüllen, sondern sie gehört denen, die wirklich einen besseren Rundfunk wollen für ihre Gebühren. Die gestoppte Erhöhung, die ist sowas wie ein Aufruf an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der Aufruf, besser zu werden für 8 Milliarden Euro. Denn viele Deutsche geraten in dieser Corona-Zeit wirklich in Not, ARD und ZDF nicht. We'll be right back.